Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar habe ich mir auf euer Anraten hin die Eurapon4U-Box bestellt. Da haben es auch viele bei mir kommentiert, dass ich die doch bestellen soll, weil ich glaube am 5.6. oder so war da die Verkaufsrunde. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu gucken, was drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Eurapon4U-Box ist so eine Apothekenbox. Da gibt es, ich glaube, für jede Jahreszeit immer eine Box. Das ist jetzt die Sommerbox. Die kostet 9,95 Euro und man muss halt schnell sein, aber es gibt immer noch eine zweite Verkaufsrunde. Ich glaube, die ist am 12.6. oder so. Ich schreibe dir das mal rein. Ich suche das mal raus und dann schauen wir mal zusammen rein. Es ist eine Apothekenbox. Und hier soll tatsächlich nicht nur so Körperpflege, Gesichtspflege und sowas drin sein, sondern auch so Produkte im Bereich Arznei. Das finde ich sehr interessant, sowas in der Beauty, nein, nicht Beauty, in so einer Special-Apothekenbox zu haben. Gucken wir mal rein. So, als erstes nehme ich den Deckel ab. Tu dir was Gutes, das finde ich übrigens auch sehr charmant, dass es da drauf steht. So, das ist übrigens eine riesengroße Box. Also ich habe ja normalerweise eher die Glossy-Boxen und Pink-Boxen und Brigitte-Boxen und so. Und das ist nochmal eine Stufe härter. Also das ist ein Oschi von Viech. Das ist krass. Da hast du hier ein Seidenpapier, wo dann auch so ein Eurapon-Aufkleber drauf ist. Dann ist hier eine Karte, wo drin steht, was drin ist. Und das scheinen ziemlich viele Produkte zu sein. Also ich guck mal. Ja, ich kann dir auch die UVP-Preise mit einblenden. Das ist sehr cool. Und hier sind die Produkte. Und die schauen wir uns doch mal im Einzelnen an. Als erstes habe ich von Enzbona eine Zinksalbe mit Zinkoxid und Panthenol. Unterstützt die natürliche Selbstheilung der Haut. Das ist eine medizinische Hautpflege. Und Zinksalbe habe ich damals auch viel verwendet, so gegen Narben oder sowas. Und dafür ist es garantiert auch super. Ja, unterstützt die Selbstheilung der Haut, beruhigt gereizte und strapazierte Haut und lässt Rötungen schneller abklingen. Guck mal, das ist jetzt auch super für den Sommer. Wenn du einen Sonnenbrand hast, ist das dann auch ja, praktisch. Die reichhaltige Rezeptur mit Zinkoxid und Panthenol wirkt feuchtigkeitsregulierend und bildet einen natürlichen Schutzfilm gegen äußere Einflüsse. Guck, sehr schön. Das gefällt mir. Cooles Produkt. Freue ich mich drüber. Oh, was zu naschen ist auch drin. Vegane Fruchtsaftfrüchte. Premium-Genuss. Ohne Gelatine. Ihre Apotheke exklusiv. Guck mal, was zu essen. Na, Claudi, wieder was zu futtern hier. Ja, es tut mir leid. Immer wenn was zu essen drin ist, ich muss es probieren, ne? Oh, die riechen schon mal sehr fruchtig. Puh. Nom, guck mal. Sehr, sehr weich. Probieren wir mal. Oh, sehr weich. Hm. Aber auch sehr lecker. Also das ging jetzt schnell. Die wird noch vernascht. Hm. Jetzt gerade im Sommer ist sowas Fruchtiges auch mal eine ganz gute Geschichte, finde ich. Da esse ich sowas auch mal ganz gerne. Im Winter eher nicht so, aber im Sommer, oh, geil. Dann habe ich hier ein Täschchen mit drin. Okay. Ah, guck mal. Das ist eine Kühltasche. Die ist von innen so mit so einer Alufolie. Und hat dann so einen Henkel, dass du die halten kannst. Ein Reißverschluss. Und dann kannst du da so ein paar Sachen reinpacken. Das ist von Eurapon. Und dann kannst du da ein kleines Picknick mitnehmen. So, wenn du eine Fahrradtour machst oder so. Ich mache mal den Reißverschluss zu. Auch ganz süß, ne? Sehr, sehr praktisch. Dann hat man auch immer alles gekühlt dabei. Cool. Oder das Mittagessen oder das Frühstück kann man da reinmachen für die Arbeit. Ist immer schön gekühlt. 15 coole Tipps für heiße Sommertage. Da ist so ein Heftchen mit dabei. Und das soll dir wahrscheinlich dann helfen. Nee, guck mal. Ausreichend trinken, aber richtig. Nicht zu viel auf einmal essen. Alkohol und Koffein vermeiden. Bla, bla, bla. Mhm. Ja, Naschen ohne Reue, Frozen Yogurt Drops. Ach, guck mal, da sind da auch Rezepte mit drin. Sehr cool. Ja, sehr süß. Echt cooles Gimmick, sage ich mal. Tipps bei Periodenschmerzen von GU. Okay, das ist so ein Heftchen. Ja, nett. Also, ich muss ehrlich sagen, da ich ja die Pille abgesetzt habe, habe ich viel weniger Unterleibsschmerzen und es geht mir deutlich besser. Deswegen habe ich da nicht so die Probleme mit, aber ich muss sagen, wer von uns hat sich noch nie in dieser Position befunden, wenn man Schmerzen hatte, oder? Gerade diese Unterleibsschmerzen. Ja, nettes Heftchen. Da gibt es dann wohl Tipps und Rezepte und so Bewegungsübungen, die man machen kann. Das ist cool. Sushi-Sandwich. Oh, nom.
Schokodattelkuchen, ja. Also sowas finde ich sehr, sehr nett als Tipp gegen Regelschmerzen. Ist mir Schokolade. Dann habe ich hier ein Gesichtswasser von Freiöl mit drin. Klärt und vitalisiert für alle Hauttypen. Das ist ja mal schön. Gesichtswasser. Ich habe ja aktuell eigentlich das Rosenwasser, was ich hauptsächlich verwende. Aber warum nicht? Ne? Dann kann man das auch mal probieren. Das ist ja auch sanft zur Haut. Ja, riecht sehr, 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 sehr sensitiv und angenehm und pflegend und nach Creme. Und da habe ich Bock drauf. Das ist cool. Geiles Produkt. Ich glaube, sowas ist auch gar nicht mal so günstig, ne? Das ist eben auch immer die Sache mit diesen Apothekenboxen. Die sind ja immer limitiert und da muss man echt aufpassen, dass man überhaupt eine bekommt. Und ja, deswegen gibt es auch immer die zweite Verkaufsrunde. Und die ist dann auch irgendwie zu einer anderen Zeit. Dass wenn du zum Beispiel Schichtdienst hast oder arbeiten bist und keine Möglichkeit hast, die zu bestellen, ja, dass du dann halt nochmal so, nochmal eine zweite Chance hast, quasi. Von Schülke Octenicare, eine Repair-Creme, intensive Pflege für beanspruchte Haut, unterstützt die natürliche Hautregeneration. Ach, guck mal, 50 Milliliter sind da drin. Das ist die Creme, so sieht das aus. Für pflegt gereizte, trockene und schuppige Haut. Panthenol unterstützt die natürliche Hautregeneration. Bisabolol wirkt hautberuhigend, auch zur Narben- und Tattoo-Behandlung, dermatologisch getestet, frei von Parfüm und Farbstoffen. Ja, das hört sich doch vielversprechend an. Das ist die Creme und ich denke, dass die halt auch für den Körper ist und nicht für das Gesicht, sonst würde es ja wahrscheinlich draufstehen. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe es halt auch sehr oft, dass ich hier an den Ellenbogen so, ja, raue Haut habe, ne, unschöne Haut. Und da wäre das bestimmt total super und praktisch und es ist beanspruchte Haut und das wäre ganz geil, ne? Ja, cool. Lactostop bei Laktoseintoleranz 3300 FCC, das sind 40 Tabletten hier drin. Und das habe ich bei einer Freundin damals auch tatsächlich schon mal gesehen, die Laktoseintoleranz ganz stark hatte. Die hat sich die immer genommen und konnte dann halt ganz normalen Milcheis essen oder sowas, ne? Ich habe das auch, dass ich, wenn ich zu viel Milch zu mir nehme oder Milchprodukte, dass meine Haut da entsprechend drauf reagiert, dass ich da Ausschlag von bekomme und dass es mir einfach nicht gut geht. Und ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Hier bei Menschen, die Probleme mit der Verdauung von Laktose haben, verbessert Laktase die Laktoseverdauung. Genau, weil oft hast du halt wirklich Durchfall, wenn du laktoseintolerant bist, ne? Genau. Ja, cool. Gefällt mir. Nett, dass es mit dabei ist. Hallo Sommer von TT-Sept. Das ist eine Aromadusche mit Papaya und Hibiskus. Tropisch-fruchtiger, pflegender Duschgenuss. Oh, ich glaube, das könnte echt was für mich sein, ne? Nicht, dass ich schon 5000 Duschgels hätte, aber wir riechen mal dran. Es riecht sehr, sehr angenehm. Ich glaube, das könnte wirklich was sein. Bisschen sehr fruchtig, also fast schon säuerlich, würde ich sagen. Aber ich kann mir das gut für den Sommer vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich das für mich verwenden werde oder weitergeben werde, aber das finde ich cool. Das ist wohl neu, steht hier drauf. Hallo Sommer ist auch schon sehr ansprechend, ne? Auch die Verpackung gefällt mir. Doch, ja, kann ich mir gut vorstellen. Noch was von Freiöl, und zwar das Pflegeöl. Das hatte ich auch schon mal in groß tatsächlich, habe ich auch schon mal verlost. Das kann man sehr gut nehmen, wenn man zum Beispiel Dehnungsstreifen hat oder Schwangerschaftsstreifen. Und dagegen soll das halt wirken, also dass man quasi dadurch eine bessere Hautfestigkeit bekommt. Ja, ne? Eine süße Probe von 15 Millilitern ist dabei. Hübsch. Meine Güte, ist hier viel drin. Lactofem, eine Feuchtcreme. Pflegende Vaginalcreme bei Scheidentrockenheit. Guck mal. Ja, sowas ist auch mal ganz nett mit dabei zu haben. Gibt genug Frauen, die da Probleme mit haben. Bin ich jetzt nicht von betroffen. Okay, das ist natürlich jetzt so, ne, hier hast du die Creme, dann halt ein Beipackzettel und so ein Stäbchen halt, was hier noch verpackt ist. Ja, wie das halt bei diesen Vaginalcremen so ist. Du ziehst dich hier auf und dann muss man sich das einführen. Ja, ich packe das mal in meine Grabbelkiste und gucke nicht hin, wenn irgendwer reinpackt und es rausnimmt. Eiweißpowder for you mit Carnitin und Zink. Eiweißkonzentrat mit Zink, Magnesium, Calcium und L-Carnitin zur Herstellung eines Shakes. Guck mal, mit Süßungsmittel. Enthält eine Phenylalaninquelle. Geschmack Erdbeer-Rhabarber. Ja, das kann man sich mal geben. Ja. Ne? Eine Probiergröße. Kann man mal ausprobieren, dann hat man einen kleinen Shake. Ich mache jetzt keinen Sport, aber
bevor ich in den Garten gehe oder so, kann ich das ja nehmen. Guck mal, La Roche-Posay. Das ist die Mascara Multi-Dimensions. Die habe ich auch schon. Die finde ich gut. So sieht das in der Verpackung aus. Das ist eine tolle Mascara. Ich glaube, die hat sogar gemacht, dass die irgendwie die Wimpern verlängert oder so. Weiß ich gar nicht. Ja, die habe ich auch schon. Das ist mit so einem Gummibürstchen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist sehr hübsch. Und ja, ich verwende die ganz gerne. Die hat bei mir auch ein sehr schönes Ergebnis gezaubert, fächert die Wimpern schön auf. Und ja, bei mir ist es wirklich so, wenn ich eine gute Mascara nehme oder eine schöne Mascara, die halt nicht jetzt allzu sehr verklumpt, dann knicken meine Wimpern automatisch halt schon so um und machen Schwung. Das ist so, keine Ahnung, die sind halt freundlich, meine Wimpern. Deswegen, schönes Produkt, cool, dass es mit drin ist. Ist auch gar nicht so günstig gewesen, glaube ich. Ja, und das hat so ein natürliches Wimpernserum mit drin, dass du quasi so einen Wimpernwachstumsboost noch mit dabei hast. Richtig cool. Noch was für Sportmenschen. Magnesium Verla plus Sport. Sinnvolle Mineralstoffkombination. Magnesium plus Kalium und Vitamin C. Das sind 10 Beutel Granulat zum Auflösen und Trinken mit Grapefruit-Geschmack. Aber ja, Magnesium, ne? Ist gut für die Muskeln. Ich habe jetzt so kein Problem mit meinen Muskeln. Ich habe auch nicht so viele. Also von daher, ja, für jemanden, der Sport macht, auf jeden Fall eine gute Geschichte. Das wird auch in meine Krabbelkiste kommen. Da können sich meine Freunde dran bedienen. Probiokult Duo von Süxhüll. Darmflora Balance. Riboflavin für die Darmschleimhaut. Mit Folsäure, Vitamin B12 und Vitamin D. Das trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Mit Glutamin, mit den zwei ausgewählten Bakterienstämmen LA5 und BB12. Keine Ahnung. Achso, guck mal. Wenn du Antibiotikum genommen hast, dann macht das Sinn, seinen Darmhaushalt ja wieder herzustellen. Und dafür ist es da, steht hier drauf, nach Antibiotikaeinnahme geeignet. Das heißt, wenn ich irgendwann mal wieder krank bin und Antibiotika nehmen muss, ach, das ist mindestens haltbar bis Ende 2019. Ich guck mal. Ich hoffe, toi toi toi, dass ich dieses Jahr kein Antibiotikum nehmen muss und das nicht brauche. Ansonsten, wenn mir irgendwer krank ist, über den Weg läuft... Das hört sich so doof an, ne? Nein, wenn irgendwer in meinem Umfeld krank wird, Antibiotikum nehmen muss, dann werde ich ihm das geben. Ja, muss ich nur dran denken. Oh, bitte. Insektolin-Gel mit Jojobaöl kühlt die Haut, zieht schnell ein, pflegt irritierte und gerötete Haut nach Insektenstichen. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Ich wollte nämlich gleich, wenn wir einkaufen fahren, unseren Wocheneinkauf machen, ne? Wollte ich mir sowieso so ein Gel holen, weil ich habe so viele Mückenstiche. Ich habe da einen Mückenstich. Hier irgendwo habe ich auch Mückenstiche, da ist einer, dann da ist einer, irgendwo hatte mir letztens, da ist einer und meine Beine, oh, mega gut, richtig geil. Ich werde es direkt mal verwenden. Sehr, sehr praktisch. So sieht die Tube übrigens aus. Und jetzt trage ich mir das hier mal auf. Oh, herrlich. Ja, gut, dass du mit dabei bist. Das ist so ein Gel, was da rauskommt. Auch einer. Und das zieht echt schön ein. Das ist schön. Das kühlt auch so angenehm gerade. Das hat gerade echt gut getan. Richtig geil, dass es mit drin ist. Das wird direkt hier in Anwendung genommen. Da brauche ich auch gar nicht hier die Verpackung und den Beipackzettel für. Ne. Wird direkt, draußen stehen bleiben und ständig verwendet werden. Geil. Vegan Tollwied, Nahrungsergänzungsmittel. Das ist Vitamin D3. Sehr gut. Ich nehme gerne Vitamin D3. Brauche ich jetzt gerade nicht, weil die Sonne ja scheint. Aber wenn die Sonne nicht scheint, macht es Sinn, das zu nehmen. Das unterstützt das Immunsystem und trägt zum Erhalt normaler Knochen und Muskeln bei. Mega geil. Da sind 60 Kapseln drin. Und das werde ich nehmen, sobald es halt wirklich anfängt, dunkler zu werden. Und mega. Pro Kapsel 50 Mikrogramm. Für Erwachsene täglich einmal eine Kapsel. Ja, das werde ich mir definitiv aufbewahren. Richtig geil. Braucht man jetzt aber nicht so unbedingt. Also ist jetzt nicht so ein Sommerprodukt oder so. Okay, das nächste. Eucerin. Ja, auch das. Super. Sun Protection. 50 plus brauche ich. Oil Control. Auch sehr gut. Ein Sun Gel. Cream Dry Touch. Auch das. Super toll. Und das muss dieses Jahr noch nicht verwendet werden. Das kann auch nächstes Jahr verwendet werden, weil es bis 2021 haltbar ist. Das ist auch sehr praktisch. Und das ist auch eine super Größe, die einfach so in die Handtasche reinpasst. Das finde ich ja auch immer sehr praktisch für unterwegs, weil bei mir ist es oft so, dass ich unterwegs bin und dann kommt halt die Sonne raus und dann denkt man sich, ach, hätte ich mich mal eingecremt. Das in die Handtasche packen und es kommt nicht vor. Richtig gut. Von Scholl Fresh Step Geruchsstopp. Richtig gut. Ein Schuh-Deo. 24 Stunden Deo-Schutz. Wir haben doch alle jetzt relativ krasse
nasse Füße, würde ich jetzt mal ganz blöd behaupten, ne? Also bei mir ist es auf jeden Fall so, weil ich dann auch ohne Socken in Sneaker und so reinschlüpfe. Natürlich habe ich dann so Barfußeinlagen da drin, aber da kommt dieses Spray doch wirklich gelegen. Habe ich tatsächlich auch noch das ein oder andere Mal geöffnet hier rumstehen. Das heißt, das wird dann danach verwendet werden. Und ja, das finde ich praktisch cool. Das ist ein praktisches Produkt, Leute. Zwei Sachen haben wir noch. Einmal CB12 Great Breath for 12 Hours. Neutralisiert Substanzen und Prozesse, die Mundgeruch verursachen, für 12 Stunden. Das heißt, nee, ich dachte, es ist wie ein Kaugummi, aber das ist eine Mundspülung. Und das hat eine coole Größe, dass man sich das wirklich mit in die Handtasche nehmen kann. Das ist ja witzig. Sehr, sehr praktisch. Und das ist halt auch, wenn man einfach mal so ein bisschen schlechten Mundgeruch hat, wenn man sich einen Döner auf Arbeit gegessen hat zum Beispiel, richtig praktisch, wenn du sowas auf der Arbeit stehen hast, dann einmal Mundspülung machen und deine Kollegen haben dich wieder lieb. Geiles Zeug. Hast du nicht so nur riesen Oschi von Mundspülung auf Arbeit stehen, sondern einfach so ein kleines, unscheinbares Döschen, was auch Kaugummis sein könnten. Und das letzte Produkt, Lavian Dermal, eine Creme zur gezielten Pflege bei der trockenen, strapazierten Haut, zum Beispiel bei Neurodermitis, Schuppenflechte, Ekzemen und Hautallergien. Das ist eine Creme, die für mich perfekt ist, wenn ich mal wieder meinen Sonnenallergieschub bekomme. Richtig geil. Pflegecreme mit dem Spezialextrakt EGL05 aus dem Guayak-Baum schützt, pflegt und entspannt die trockene, empfindliche und strapazierte Haut, zum Beispiel bei Neurodermitis, Ekzem, Schuppenflechte und bei Neigung zur Hautrötung, Juckreiz und Hautallergien. Mega! Das ist toll. Sowas ist auch gar nicht mal so günstig, ne? So sieht dann die Tube aus und sind auch echt 75 Milliliter drin. Also Leute, wenn ich jetzt echt überlege, ne? Ich habe 9,95 € für die Box bezahlt. Natürlich, man musste ein bisschen Glück haben, dass man eine von den, ich glaube, 500 Boxen oder 5000 Boxen, ich weiß es gerade nicht, ergattern kann. Aber ich bin begeistert und ich denke, dass ich mir die das nächste Mal auch wieder ergattern werde. Jedenfalls werde ich es versuchen. Cool. Ja, und das war auch schon der Inhalt der Box. Mir hat sie richtig gut gefallen und ich blende hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Ich schätze den irre hoch, bestimmt so um die 100 € oder so. Das würde mich jetzt nicht wundern bei den geilen Sachen. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!